Würde mein Taschengeld verdreifacht, könnte ich 12 Schokoladen mehr kaufen. Frage: Wie viel Schokoladen kann ich mit meinem Taschengeld kaufen? Nehmen wir einmal an, mein Taschengeld, das sind x Euro, und für diese x Euro kann ich y Schokoladen kaufen. Dann kann ich selbstverständlich für 3x Euro 3y Schokoladen kaufen. Aber durch die Angaben wissen wir, dass ich für 3x Euro y plus 12 Schokoladen kaufen kann, woraus wir schließen, dass 3y dasselbe sein muss wie y plus 12. Und somit haben wir eine Gleichung mit der unbekannten y. Dieses y setzen wir links rüber, wo es subtrahiert wird. Somit haben wir 2 mal y gleich 12. Also muss y 6 sein. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 6, das heißt B. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.